Und das sind wir nun auch schon im letzten Level von Tomb Raider Lara at the Movies. Ich glaube zumindest, dass es das letzte Level ist. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ich habe das so gefühlt, dass das letzte Level ist, Alter. Genau. Nee, wir sind in dem Level Alien Resurrection. Und ich kann euch kurz mal erzählen, was das für ein Film ist. Der heißt nämlich auf Deutsch Alien, die Wiedergeburt, ist ein Action-Horrorfilm aus dem Jahre 1997. Ich glaube, das wird ein sehr spannendes Level. Ich lese euch gerade mal vor, um was es in dem Film geht. Forscher klonen die verstorbene Ellen Ripley. Aus dem Alien-Embryo in ihrem Körper züchten sie neue Bestien, die auf einem Raumschiff gefangen gehalten werden. Die Monster entkommen und vernichten alles, was sich ihnen in den Weg stellt. Nur Ripley, der weibliche Android Annalie und eine Schmugglerbande stellen sich ihnen entgegen. Als das Schiff Kurs auf die Erde nimmt und die Aliens Gefahr laufen, sich frei auf der Erde zu bewegen, steht das Schicksal der gesamten Menschheit auf dem Spiel. Ich finde, das klingt nach einem sehr spannenden Film und ich glaube auch, dass das ein sehr spannendes Level wird. Und wir können auf jeden Fall froh darüber sein, dass wir unsere Lara auf dem Raumschiff haben, die wahrscheinlich das Ganze zu verhindern weiß und natürlich wieder mal die Menschheit retten wird. Also Lara, dann fangen wir doch mal an. Hier in diesem Raumschiff, ich bin wirklich gespannt, was hier so alles auf uns zukommt. Also, wir haben schon mal eine Brechstange, das ist schon mal sehr gut. Hier ist so ein Fuse, wir können ja mal gucken, was das ist. Speichern wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber gut, können wir auch machen. Energy Cell. Giselle, das hört sich an wie diese vom Dschungelcamp. Ich weiß nicht, ob ihr das geguckt habt, aber die Giselle, die war ja echt die allerletzte, ey. Energy Cell. Und da muss ich natürlich an die Giselle denken. Oh Mann. Joa. Ich würde sagen, hier kommt bestimmt wieder einiges an Arbeit auf uns zu. Und hier muss man echt aufpassen, dass man auf diesem Steg nicht nach unten fällt, weil die Sicht auch so komisch ist. Achtung. Entschuldigung, es kann sein, dass ich ab und zu mal husten muss, weil ich krank bin und ja, irgendwie so Husten hab halt, ne? Was mit der Krankheit einhergeht. Naja. Auf jeden Fall werden wir hier wahrscheinlich eine Karte brauchen, um hier reinzukommen. Und ja, wahrscheinlich kann man dann hier runterspringen, irgendwie auf diese Kisten und sich da unten umgucken. Es sei denn, man kann vielleicht noch irgendwie da drüben drauf. Aber das ist zu hoch, das sehe ich schon. Es sei denn, das Gelbe hier ist eine Leiter. Das können wir gerade mal ausprobieren. Sieht nämlich so ein bisschen aus wie bei Tomb Raider 3, Kaya in der Themse. Ja, und es ist eine, jawohl. Das heißt, wir klettern jetzt einfach mal hier. Das ist, glaube ich, so ein Kran, oder? Das soll wie bei Tomb Raider 3, glaube ich, sein. Da konnte man auch hochklettern. Hier einmal rumzuhangeln. So. Und da kommen wir von hier vielleicht. Nee, das macht sie tatsächlich nicht. Aber es hätte ja sein können. Okay. Nee, das macht sie nicht. Das war gerade ein Tomb Raider 2 Geräusch, oder? Ich bin gerade etwas verwirrt. Aber sie macht es nicht, das heißt, wir lassen uns jetzt hier mal runter. Es sei denn, sie kann noch an dieser Wand hochklettern, was ich jetzt nicht glaube, aber das kann man ja nochmal versuchen. Ob sie hier nach rechts... Jawohl! Nee, doch nicht. Okay, dann halt doch nicht. Dann gehen wir erstmal runter, weil ich glaube, hier oben kommen wir so erstmal nicht weiter. Und ja, wir hoffen einfach mal, dass es hier nicht so viele Blöcke zum Verschieben gibt, weil ich keinen Bock auf ein Blockschieberätsel habe. Das muss jetzt wirklich nett sein. Und ich hoffe, es ist auch nicht so. Und es sind voll die Tomb Raider 3 Hochsicherheitstrakt-Hintergrundgeräusche. Muss ich nochmal hier anmerken. Das ist zu hoch für Blöcke, das kann schon mal nicht sein. Aber irgendwas wird man ja hier tun können, oder? Vielleicht mal hier so einen Block verschieben. Weil irgendwas müssen wir ja machen können. Obwohl das hier, ist das ein Block? Nee. Das auch nicht. Auch nicht.
Aber hier der bestimmt auch nicht. Das ist schon mal gut. Solange wir keine Blöcke schieben müssen, bin ich zufrieden. Oder müssen wir diese Plattform hier ablaufen mit dem gelben Muster drauf? Aber das glaube ich jetzt auch nicht. Aber wir machen es einfach mal. Aber ich glaube, das hat uns nichts gebracht. Es sei denn, hier oben ist noch eine. Ja, da ist tatsächlich noch eine. Aber ich glaube nicht, dass uns das hier weiterbringt. Aber man kann es ja mal versuchen. Probieren geht ja bekanntlich über Studieren. Deswegen habe ich es mit einer Ausbildung probiert und bin sehr zufrieden damit. Nicht laden, wir wollen speichern. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, was kann man hier überhaupt tun? Wir machen jetzt nochmal eine Fackel an. Weil es kann auch sein, dass man vielleicht hier irgendwo was einschießen kann. Wenn das so ein bisschen rissig ist, wie das auch bei Tomb Raider 3 der Fall ist. Aber ich glaube eher weniger. Ne, die sehen alle gut aus. Ja. Da muss ich ja wirklich sagen, sind wir echt weit gekommen in dem Level hier. Ich würde mal sagen, läuft bei uns regelrecht. Oder ist hier doch irgendwo ein Block, den ich noch nicht gesehen habe? Jetzt müssen wir doch alles ausprobieren. Weil ich keine Ahnung habe, was jetzt hier zu tun ist. Aber ich kann wirklich keine Blöcke ausmachen. Also bis jetzt konnte ich zumindest keine ausmachen. Aber was anderes fällt mir gerade auch wirklich nicht ein. Also hier die können nicht sein, weil man die nicht verschieben kann. Es sei denn der hier vielleicht, aber der auch nicht. Höchstens jetzt der noch, aber da kann man ja auch nirgendwo hin mit dem Block. Deswegen macht das auch keinen Sinn. Tja, da bin ich überfragt. So schnell kann es gehen und man kommt nicht weiter. Und da haben wir irgendwas übersehen im Dunkeln. Vielleicht kann man auch hier was rausschieben. Aber das sieht alles wirklich nicht danach aus. Tja, dann würde ich sagen, hängen wir gerade mal ein bisschen. Oder haben wir doch oben was übersehen? Wir können doch nochmal versuchen, hier hoch zu klettern und vielleicht ganz oben auf den Kran drauf. Vielleicht geht das. Irgendwas muss ja hier gehen. Also hier unten, das hat uns schon mal nicht weitergeholfen. Schauen wir doch mal, ob das vielleicht oben uns mehr bringt. Auf dem Kran. Wenn das ein Kran sein soll, ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall so aus. Und ich bin der Meinung, dass man da eigentlich drauf müsste oder könnte. So, wenn man nämlich hier so ein bisschen rechts, links macht und dann kann man nämlich da drauf, jawohl. Und dann haben wir schon mal eine neue Perspektive, das ist doch schon mal gut. Ja, das sind Tomb Raider 2 Geräusche, wenn die sich hochzieht. Witzig. Aha, das sieht ja sehr interessant aus. Das ist Tomb Raider 1 Textur mit diesen Striemen da, was so Sehnen und sowas darstellen soll. Ah, und ich kann mir vorstellen, dass diese Tomb Raider 1 Aliens da von Atlantis und so dann hier unsere Gegner sein werden. Aber sind wir mal gespannt, was da kommt. Vielleicht können wir auch von hier sogar in diesen Kriegsschacht. Aber ich glaube eher nicht. Nee, da kommt man wahrscheinlich später mal raus oder so. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal in diese Richtung. Ich weiß nicht, ob er das einschießen kann. Hört ihr das? Das sind alles Tomb Raider 2 Geräusche. Finde ich voll schön. Ich liebe Tomb Raider 2. Das war Tomb Raider 2, wenn sie sich hinhängt. Ja. Alles Tomb Raider 2 Geräusche. Geil. Ich liebe Tomb Raider 2. Allein dieses Waffenziehgeräusch. Hört ihr das? Geil. Ich bin ja so ein Tomb Raider 2 Fan. Ist ja mein Lieblingsteil. Deswegen freue ich mich immer, wenn irgendwo Tomb Raider 2 drin vorkommt. Naja, dann schauen wir doch mal. Was kann uns das jetzt hier bringen? Ach so, ich verstehe. Wir können wahrscheinlich hier... Und das halt sogar das Geräusch irgendwie. Ist cool programmiert.
Weil der Raum auch ziemlich groß ist, sondern schallt das natürlich. Gut, dann kriechen wir mal in den Schacht. Das ist doch schon mal ein kleiner Fortschritt hier wenigstens. Und, ja, können das wahrscheinlich hier einschießen, würde ich mal schätzen. Gut. Alles klar. Was haben wir denn hier Schönes? Ein PC, das ist von Tomb Raider Chronik, Alarmstufe Rot, Flucht mit der Isis und sowas. Haben sie hier schön eingebaut. Das ist eine Sackgasse, das bringt uns nichts. Aber wir können mal hier hinterlaufen. Da ist noch ein Schreibtisch, wo auch nichts liegt. Aber hier, schaut euch das an, eine Karte. Und ich weiß auch schon, wo die hin muss. Sieht so ein bisschen aus wie eine Sparkassenkarte. Die Sparkassenkarte. Vielleicht kommen wir da in eine Sparkassenfiliale, wenn wir die einsetzen. Aber ich glaube es eher nicht, weil das ist ja ein Raumschiff. Ich hoffe nur, dass wir hier wieder zurückkommen. Hä? Ich dachte schon, hey, die wollte jetzt gerade echt nicht kriechen gerade. Aber jetzt macht's es. Das war komisch. Naja. Dann gehen wir einmal hier rum. So. Und nach links. Guck mal, die Fingerchen haben sie auch schön gemacht bei der Lara. Sind so richtig einzeln und nicht wie so ein Klumpen, wie das sonst immer ist. Oh oh, das war übermütig und wir haben so viel Leben verloren, dass wir das alles unbedingt nochmal neu machen müssen. Das ist ja wirklich tragisch. Red Keycard. Rein damit. Und ich würde auch echt sagen, wir bewaffnen uns mal, weil ich echt Angst habe, dass hier Aliens kommen. Und wir haben ja noch Explosiv-Ammo. Wow. Puh, ich muss mich gerade mal beruhigen. Ich habe mich gerade ein bisschen erschreckt. Ja. Ich habe nämlich meine Füße auf so einer Tonne liegen und die hat so zwei Henkel, die man so drauf machen kann aus Metall. Und da ist der eine gerade runtergeschnalzt und das hat mich mega erschreckt. Jetzt hoffe ich nur, dass uns keine Aliens erschrecken. Das wäre das schlimmere Übel, als die Tonne, die ihren Dings verliert. Schöne Wassergeräusche. Und da kommen wir durch. Da ist nämlich hier das Gitter kaputt. Das ist sehr gut. Aber wir schauen jetzt erstmal, ob wir in das Wasser rein können. Okay. Geht sogar. Ich dachte, man stirbt. Da kommen wir bestimmt irgendwie später auch mal rein. Das können wir doch bestimmt auch aufschießen. Das probieren wir jetzt mal aus. Können doch mal hier so rumlaufen. Ach, hier ist sogar auch noch was zum Tauchen, aber da liegt nur, also was heißt nur, da liegt ein Medipack und wir freuen uns darüber. Und ich finde, Lara hat sich mit ihrer Hose voll der Textur angepasst. Also da ist Lara wirklich sehr levelbewusst, levelmodebewusst, wenn man das so sagen kann. Jetzt nehmen wir auf jeden Fall, wir haben keinen Schuss mehr da drauf, oder? Ja, shit, ne? Jetzt wollte ich nämlich das Gitter einschießen und wir haben keinen Schuss mehr. Auf dem Revolver. Aber das sollte man eigentlich niemals tun, dass man da alle Schüsse verschwendet. Wir haben es trotzdem getan. Aber wir haben ja noch unsere Armbrust oder M16 heißt die hier sogar. Die wir mit dem Laserzielgerät kombinieren können. Hoffe ich mal. No. Jawohl. Und dann können wir nämlich jetzt hier das bestimmt einschießen. Das ist wirklich eine M16. Das ist eine Maschinenpistole geworden. Okay, aber es lässt sich irgendwie nicht... Es lässt sich nicht einschießen. Wir probieren es jetzt nochmal mit... Nein, nicht separat machen, sondern wir probieren es jetzt mal mit... Explosiv-Ammo, ob das dann funktioniert. Versuche es wert. Ist das echt so eine Maschinenpistole? Geil, da kannst du ja richtig abfetzen, ey. Aber wir laden das und stellen fest, dass wir das Medipack liegen gelassen haben.
Und es ist eigentlich schade, dass wir das da unten nicht einschießen können, weil ich dachte, da wäre vielleicht ein Geheimnis drin oder so. Aber da haben wir mal wieder leider kein Glück gehabt. Na gut, aber das Medipack nehmen wir trotzdem mit. Hier. So, her damit. Und wir probieren mal was aus, weil ich habe so selten in meinem Leben diese Poison Ammo probiert. Und die probieren wir jetzt mal mit dieser Maschinenpistole aus. Ob das irgendwie funktioniert. Ich glaube, ich habe das kaum ausprobiert in meinem Leben. In meinem ganzen Tomb Raider-Leben und Tomb Raider-Geschichte. Ne, da kommt man auch nicht hoch. Ich dachte, man kann vielleicht von da oben dann das einschießen, aber dann geht das auch nicht. Und dann müssen wir halt es lassen. Weil ihr habt gesehen, es geht nicht. Und dann gehen wir halt hier rein. Und schauen uns hier in der nächsten Folge um. Bis dann. Ciao.